Und herzlich willkommen zu Part 50 von Let's Play Die Sims 3 Lebensfreude. Wir sind endlich hier wieder zurück bei Familie Harris. Ich habe immer noch einen Frosch im Hals, weil ich immer noch krank bin. Ich wollte nämlich jetzt unbedingt den Part gerade noch nach dem anderen Part aufnehmen. Und ich habe ja im letzten Part schon gesagt, dass wir jetzt in diesem Part noch den Geburtstag feiern werden von den Zwillingen und von Mikey, weil da die Alterung ja nicht ganz so gut funktioniert hat. Und deshalb machen wir das jetzt manuell. Und dann werden wir ein bisschen rüber jetten zu Haley und den anderen und mal bei denen einen Tag spielen. Deshalb habe ich hier den Morgen jetzt auch schon übersprungen, damit wir jetzt nur den Geburtstag feiern und dann am nächsten Tag den Tag mit den anderen verbringen. Und dann, meine lieben Freunde, ist auch schon der Tag der Tage und die dritte Staffel beginnt. Ich habe ja schon im letzten Part gesagt, dass ich die dritte Staffel mit Ruby und Riley spielen möchte und Nate. Weil ich das einfach cool finde so und ihr habt es euch auch gewünscht und ich finde, es ist ein bisschen mal was anderes. Ich meine, im Supernatural Let's Play habe ich jetzt auch zwei Mädels und einen Jungen, aber ich finde, das ist irgendwie nochmal anders hier, weil das ja, wir haben die Generation ja selber gespielt und Riley wird dann einfach irgendwann ausziehen oder mal gucken, wie wir es machen. Und Malte hat im Hintergrund gerülpst. Danke, Malte! Ich. Ja. Nochmal? Wie bitte? Nochmal? Nein. Malte, ich nehme auf, jetzt geh weg. Hallo? Ja, hallo. Jetzt geh weg. Geh bitte. Okay, ich bin wieder da. Malte wollte einfach nicht gehen. Auf jeden Fall wird dann nach diesem Part die neue Staffel beginnen. Ich bin mir noch nicht zu 100%ig sicher, ob ich erst noch eine Zeit warte und dann mit der neuen Staffel beginne oder sofort mit der neuen Staffel beginne. Das lasse ich euch dann aber auf meinen sozialen Medien wissen und vielleicht mache ich auch nochmal hier ein kurzes Infovideo drüber auf diesem Kanal, wie ich das so manchmal mache. Was liegt denn hier auf dem Boden? Ist das ein Samenkorn? Was ist das zur Hölle? Deshalb starten wir jetzt mal hier in den Tag. Im letzten Part ist ja unser kleiner David geboren. Mega, mega süß. Oh, Mikey, müsst du noch oben im Bett. Oh, der Arme! Der sitzt die ganze Zeit hier oben im Bettchen und keiner kümmert sich. Ja, ist gut, dein großer Bruder kümmert sich. Levi hat nämlich heute Morgen schon den Haushalt ein bisschen geschmissen, damit Abby nicht alles alleine machen musste. Das war richtig süß von ihm, weil er hat mich heute frei. Er hat immer mittwochs und donnerstags frei. Jetzt kann er sich richtig schön hier um seinen kleinen Brudi kümmern, seinen kleinen Halbbruder tatsächlich. Sie isst jetzt gerade hier das Mittagessen. Ryan hat 1119 Simoleons verdient. Jetzt ist ausgerechnet heute auch noch der Abschlussball. Leute, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie cool. In der ersten Staffel war der 50. Part tatsächlich auch der Abschlussball. Ich glaube von Jason. Ich glaube, Jack war schon ein Erwachsener. Und ich meine, es war Jasons Geburtstag. Ach, Abschlussball. Oh mein Gott, was ist das denn bitte für ein... Ich habe meine Handtasche bei Maltes Mutter drüben vergessen. Upsi. Was ist das denn bitte für ein krasser Zufall? Was ist das eigentlich für ein Part hier? Warum bin ich so durcheinander? Schmeißt jetzt hier meinen ganzen Plan durcheinander. Am besten machen wir es jetzt so, dass wir einfach den Geburtstag ganz schnell und flott hier unkompliziert hinter uns bringen. Ist dann zwar nichts Besonderes, aber wir haben ja den letzten Geburtstag groß gefeiert. Deshalb, machen wir das jetzt einfach mal so. Dann müssen die Blumen jetzt mal kurz hier auf Seite. Und dann kann die Torte nämlich hier hin. So, und dann warten wir jetzt nur noch auf die Mädels, bis die nach Hause... Riley liegt schon im Bett. Ich weiß gar nicht, ob sie zum Abschlussball gehen möchte. Vielleicht möchte sie auch einfach gar nicht gehen. Wo zur Hölle ist sie denn? Warum kann nicht mal irgendwas funktionieren, was ich möchte? Sie soll die Kerzen... Warum? Wo ist Ruby? Ruby, komm ja mal hier hin. Warum kann ich die Mädels nicht Geburtstag haben lassen? Warum geht das nicht? Oh, nein, nein. Hä, was soll das?
Ja, dann alter ich die jetzt einfach manuell. Das ist verbuggt jetzt hier. Dann, wie geht das denn nochmal? Ach ja. Testing. Cheats enabled. Kann sie dann eigentlich noch zum Abschluss bei gehen? Oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht. Naja, wir versuchen es einfach, oder? Ich bin jetzt gerade echt im Zwiespalt. Ne? Moment, lass mich mal kurz drüber nachdenken. Okay, wir machen es jetzt so. Ich lasse die jetzt nicht altern. Wir lassen Mikey jetzt altern, weil wir jetzt gerade die Torten schon gekauft haben. Deswegen, damit wir sie nicht umsonst geholt haben. Lassen wir Mikey jetzt mal hier altern. Aber, ach ja, das kam heute noch, das fand ich süß. Um in Sachen Mode mit den anderen Schülern mithalten zu können, hatte Ruby sich die Haare verlängern lassen. Alles lief prima, bis ein gehässiger Junge vor den Augen aller anderen die künstlichen Haare vom Kopf zog. Jetzt werden ihre falschen Haare benutzt, um die verschüttete Milch in der Cafeteria aufzuwischen. Wie erniedrigend. Das fand ich irgendwie richtig süß. Dann lassen wir jetzt Mikey hier älter werden und mit den anderen Mädels warten wir jetzt noch bis zum nächsten, ach, bis zum Abend, damit Ruby dann zumindest zum Abschlussball gehen kann. Riley wird dann hier zu Hause bleiben, sie wird nicht gehen, weil sie ist auch einfach hundemüde. Aber das macht ja nichts. Auch guckt euch an, ihre Schwester sitzt hier und macht ihre Hausaufgaben. Es hat geklingelt. Nate! Baby! Hey! Süß von ihm. Oh. Oh mein Gott. Komm schnell, Ruby, bevor er wieder geht. Guck nicht so unamused. Nach dem Abschlussball werde ich die beiden dann schnell altern lassen und am morgigen Tag, also morgen im Sims, ne? Nein, geh jetzt zu deinem Boy. Werden wir dann bei Haley spielen. So machen wir es jetzt. Das ist die beste Lösung. Mann, was für ein Hickhack hin und her. Es ist wirklich schrecklich. So, ich hoffe, Riley liegt im Bett und schläft. Nein, natürlich nicht. Riley, du darfst ruhig stehen, liegen bleiben. Geh ruhig. Die Limousine ist schon da! Hey! Du solltest vielleicht dein Abschlusskleid anziehen. Zieh dein Kleid an. Ich weiß gerade gar nicht, was sie für ein Kleid hat. Oh doch, ich weiß doch, was sie für ein Kleid hat. Schnell! Oh, sie sieht so schön aus! Ich meine, mit ihren Haaren weiß sich das ziemlich, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß noch, so ein Bild habe ich auch von Jason gemacht. Wie episch. Oh, der Baum ist im Weg. Baum, du bist im Weg. Baum, du bist wirklich sehr im Weg. Mann, ich wollte so ein cooles Bild machen. Warte, machen wir es so. Wow. Der Traum eines jeden Mädchens. Okay, und los. Fahr. Ich möchte sehen, wie sie da drin sitzt. Zeig sie mir. Zeig sie mir. Oh, Mikey. Aufgrund deiner eher schlechten Erziehung und Entwicklung diszipliniert. Alles klar. Wir schauen ihn uns gleich an. Ich möchte jetzt erstmal kurz Riley da drin sehen. Ruby da drin sehen. Riley, du bleibst zu Hause. Du gehst nicht mit. Oh, Ryan Harris hat die maximale Anzahl Erinnerungen erreicht. Es werden keine neuen Erinnerungen gespeichert. Du musst alte Erinnerungen aus dem Album löschen, um neue erstellen zu können. Oh, das hatte ich aber auch noch nie. Du gehst heute nicht zum Abschlussball. Du willst doch gar nicht, du bist müde. Hey, Ruby, aber ist Nate mit im Auto? Ruby, wo ist Nate? Wo ist der? Ist der da? Oh, da ist er. Hallo. Und das ist Mia. Hey, Mia. Oh, ich möchte ein Bild von den beiden so machen, wie sie gemeinsam ihre Zukunft antreten. Wow. Oh, ich liebe dieses Spiel einfach. Ich stecke da viel zu viele Emotionen rein. Viel Spaß, euch zwei Süßen. Und Riley ist zu Hause und geht ins Bett. Okay, jetzt schauen wir uns Mikey doch mal an. Den kleinen Mikey-Boy. Gehen direkt mal in den Creative Sim. Warte mal, ich gucke mir nochmal kurz seine. Ist diszipliniert, künstlerisch und K.O. Sehr gut. Dann stylen wir ihn doch jetzt mal dementsprechend um.
Ich kann mir vorstellen, dass er so ein kleiner Künstler wird, so ein disziplinierter Künstler, der sich seiner Kunst widmen möchte. Deshalb werden wir ihn auch so ein bisschen so aussehen lassen. Ein bisschen crazy, aber trotzdem schick. Was ist das für eine Frise? Nein. Vielleicht so ein paar lange Haare? Wären auch mal nicht schlecht, ne? Aber auch lang nicht. Haben wir es überhaupt schon mal? Oder sollen wir da dann so lange Haare nehmen, die so abstehen? Wäre eigentlich auch ganz freaky, ne? Na 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 na. Oder so eine Emo-Frisur, so. Ich kann euch alle nicht sehen, also könnt ihr mich alle auch nicht sehen. Sowas hässliches hier. Oh wow. Aber das sieht tatsächlich so ein bisschen so nach. Ich habe mein Leben dem Künstlerischen gewidmet. Ich wollte gerade sagen, genau wie Adolf Hitler. Aber das habe ich mir dann nicht unterdrückt. Oh, das wäre auch eine künstlerische Frisur. Ich weiß, die Frisur ist schrecklich, aber ich möchte, dass sie so ein bisschen anders aussieht, weil meine Sims sehen immer gleich aus. Oder wir rasieren sie ihm einfach ganz kurz. Das ist auch sehr ausdrucksstark. Nee, komm, er wird so ein ordentlicher, so ein... Oh Gott, ich bin ein Künstler und ich widme der Kunst mein Leben. Okay, meine Augenbrauen sind hochgesteckt. Hast du schon Kontaktlinsen drin? Deine Augen sehen echt cool aus. Na 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 na. Komm, die kriegst du jetzt, das sieht schön aus. Du bekommst definitiv ein anderes Outfit. Wir ziehen ihn so ein bisschen schicker an, alles klar? Doch nicht crazy, sondern schick. So mit so Hemd oder so. Geht das? So was? So ein Polo-Hemd? Also Polo-Shirt? Oh, das ist neu, das habe ich noch nicht gesehen. Cool. Cooles Oberteil. Oh, oder so mit Krawatte. Das wäre auch lustig, ne? Ja, oh mein Gott, das machen wir. Und die Hose ist auch cool. Die Hose kann bleiben, oder? Kann die Hose bleiben? Ja, die kann bleiben. Dann brauchen wir nur ein paar Schuhe. Am besten nehmen wir dann auch so förmliche Treter. Sowas hier. Oh mein Gott. Gibt's noch irgendwas anderes? Diese hier. Nee, ich finde die anderen schon besser, aber wir brauchen definitiv noch ein paar Socken, weil sonst sieht das Ganze ein bisschen komisch aus. Oh, ich habe eine Idee. Jetzt geben wir eben so bunte Socken, weil da kommt dann das Kind so raus. Okay, warte. Geht das? Warte, ich weiß doch, dass es irgendwo hier so bunte Socken gibt. Man sieht es aber nicht. Hä? Es gab doch mal so bunte Socken für Kinder. Nein, machen wir die einfach blau. So, dass er da dann nicht so drauf geachtet hat. Oh mein Gott. Ich weiß, viele von euch werden das absolut hassen, was ich gerade mit ihm veranstalte. Aber ich möchte einfach auch mal ein Kind haben, was anders aussieht. Ich möchte, dass sie alle Persönlichkeit haben. Und das ist seine Persönlichkeit. Oh mein Gott, das gefällt mir schon richtig gut mit dem Polunder. Du brauchst noch ein paar andere Schuhe. Da kannst du eigentlich die nehmen, die wir immer haben. Das passt gut. Ja, ja, das ist super. So, Schlafanzug. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Ich nicht so ein Fan von. Da kriegst du so einen ganz spießigen Schlafanzug hier. Ja, super. Oh, ich liebe es, wo das gerade hingeht hier mit ihm. Oh, das sieht cool aus. Das sieht tatsächlich sehr cool aus. Aber du stehst nicht so auf Sport. Da habe ich mir so genommen. Mir so gesagt. Du kriegst jetzt noch so eine. Oh, die Hose habe ich noch neu. Mann, was habe ich denn alles hier runtergeladen, wovon ich nichts weiß? Heidewitzka, Kapitän. Nehmen wir hier noch so ein paar Sportschuhe. Ja, ja, das ist super. Eine Badebuchse. Ja, die Hose kannst du anlassen. Das Shirt ist ein bisschen überflüssig, junger Mann. Karriere hast du noch nicht. Ich weiß, du willst dir eine aufbauen, aber momentan hast du noch keine. So, Outdoor-Kleidung bitte einmal. Warum ist das seine Dingskleidung? Seine Karrierekleidung? Outdoor-Kleidung kannst du sowas. Oh yeah! Hallo, mein Name ist Stefan Salvatore. Okay, die fliederfarbenen Handschuhe lassen wir dann weg. Oder? Was sagt ihr dazu? So. Yay! Wie cool! Ich mag das. Ich finde das cool, wie er aussieht. Und ich mag die Storyline dahinter. Das finde ich cool. Okay, warte mal. Und wir werden ja eh nicht mehr so viel Zeit mit ihm verbringen. Das ist ja leider ein bisschen wie bei Rose. Mit Rose hatten wir ja auch nicht so viel Zeit. Mit David werden wir jetzt noch weniger Zeit verbringen. Aber ja, ich möchte, dass er seinem Kunstleben Freilauf lässt. Ich werde jetzt mal eben sein Kinderzimmer hier gestalten, weil das ist ja noch gar nicht fertig, würde ich mal behaupten. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, ich habe jetzt mal schnell hier was zusammengewürfelt. Ist jetzt nicht mega besonders, aber es ist schon mal ein bisschen etwas, ein bisschen was, womit man leben kann. Ja, das ist jetzt ein kleines Zimmerchen hier. Ich finde es ganz niedlich, auf jeden Fall noch ausbaufähig, aber das kann ja dann nach und nach kommen. Und er möchte duschen, dann kann er direkt mal hier oben. Nein, er hat die schon. Oh, was? Ruby hatte das gemeinste und Warte? Ruby hatte das gemeinste und unbeliebteste Mädchen der Schule im Kampf um den Titel der Ballkönigin besiegt. Sie war sprachlich und wäre sprachlos und wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. Oh, wie immer. Wie immer ist sie Ballkönigin. Entschuldigung. Malte hat mir übrigens jetzt Wasser gebracht gerade. Das ist sehr freundlich von ihm. Okay, wer hat hier gerade schon wieder keinen Platz zum Laufen? Du, okay. Er ist hier unten am Duschen. Sehr gut. David ist die ganze Zeit in seinem Bett und schläft. Wow. Wir kümmern uns echt großartig um ihn. Nein. Wir können ja jetzt, wo Ruby noch in der Schule ist, schon mal Rileys Geburtstag feiern, auch wenn sie die ganze Zeit schläft. Können wir jetzt? Nein, können wir immer nicht. Okay, dann machen wir das jetzt das Ganze manuell, weil dann haben wir nämlich gleich auch nicht so einen riesen Hickhack hin und her, wenn die dann gleichzeitig älter werden. Ich meine, es ist ja auch immer so, dass Zwillinge nicht genau gleichzeitig rausflutschen, ne? Ruby scheint Nate in den Bann gezogen zu haben. Er ist den ganzen Abend nicht von ihrer Seite gewichen. Ja, you better be, okay? Weil ihr sollt eure Zukunft miteinander verbringen. Woohoo, ich werde zum Erwachsenen! Woohoo! Yay! Oh, ich bin so gespannt, wie sie aussehen wird. Ich bin wirklich richtig, richtig gespannt. Auf geht's, auf geht's! Aufgrund ihrer eher dürftigen Anstrengungen in der Schule darfst du dir kein Merkmal aussuchen. Riley hat folgendes Merkmal entwickelt: Workaholic. Oh mein Gott, das ist so cool. Das ist richtig gut, weil das passt richtig gut in meine Storyline. Sie ist ja auch bindungsphobisch. Und sie weiß ja nicht so richtig, wohin mit ihrem Leben. Und ist dieser von dem ganzen sozialen Umfeld überflutet mit Eindrücken. Und deswegen widmet sie sich einfach ihrer Arbeit und stürzt sich in viel zu viel Arbeit und arbeitet den ganzen Tag und entflieht so mit ihrem sozialen Leben ein bisschen. Und ja, das passt gut. Okay, ich weiß zwar noch nicht ganz genau, was ich ihr für einen Job geben will, aber wow, sie sieht so gut aus. Wow. Okay, ich werde sie mal eben umstylen. Okay, doch nicht, wir müssen noch einen Lebenswunsch für sie wählen. Erschaffe drei Monster. Ach ja, sie ist Erfinderin, nicht Experimentiererin. Nein, nein. Wir erfinden Dinge. Wir erfinden Dinge. Was ist hier noch? Workaholic, überemotional, neurotisch. Was passt denn zu ihr, wenn man überemotional, neurotisch ist, ein Workaholic, bindungsphobisch und exzentrisch? Alleskönnerin, aha. Das wäre eigentlich cool, weil sie weiß nicht so richtig, was sie machen soll. Sie weiß nicht so richtig, wohin mit ihrem Leben und möchte alles mal so ein bisschen ausprobieren. Und irgendwann wird ihr jeder Job zu viel, deswegen muss sie ihn abbrechen. Ja, das nehmen wir als Lebenswunsch. Sehr cool. Und jetzt werde ich sie mal eben umstylen. Okay, ich bin jetzt fertig und ich habe gar nicht so viel verändern müssen, weil viele Sachen schon richtig cool aussahen. Und ja, das ist jetzt unsere gute Riley und ich finde sie so wunderschön. Sie ist so super, super hübsch und ja, ihre Haare sehen einfach super cool aus. Das steht ihr richtig gut. Dieses Outfit war schon so zusammengestellt und mit den Schuhen und so und ich fand das sah irgendwie cool aus. Deshalb dachte ich mir, lassen wir das doch jetzt gleich mal so. Ihre Abendkleidung sieht so aus, einfach so ein schönes Kleidchen mit ein paar schönen Schuhen, wenn das dann mal laden würde. Hello? Can you hear me? I've been wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. Da ist das Kleid. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich würde es im Real Life auch tragen. Es ist mega cool. Vielleicht ein bisschen kurz, aber hey, wen juckt das denn? Mit so einer Frisur. Ich glaube, die hatte sie vorher auch schon. Viele Frisuren habe ich einfach so gelassen, wie sie sie als Teenager hatte, weil ich es mega cool fand. Vielleicht werde ich ihr irgendwann nochmal ein Makeover geben, aber zunächst lassen wir es jetzt erstmal so. Das ist jetzt ihr Schlafanzug. Ihre Sportkleidung sieht so aus. Man merkt einfach, dass ich zu viele Sachen habe für Alltag und Abendkleidung, denn da lädt das Spiel 1000 Jahre. Ihre Sportkleidung finde ich super cool mit den Schuhen, sieht richtig cool aus. Ihre Badekleidung, auch nichts Spektakuläres. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt Outfits haben, die zu krass drauf sind, weil ich glaube, Riley ist einfach nicht so ein Mensch, der sich so präsentieren muss. Und
Ja, deshalb. Oh mein Gott, nein, die Handschuhe gehören nicht zum Outfit. Definitiv gehören die nicht dazu. Aber den Rest habe ich so gemacht. Das fand ich nämlich sehr schön. So, dann machen wir noch schnell die Handschuhe weg und dann sind wir auch schon fertig mit der guten. Hallo! So, jetzt hat sie keine Handschuhe mehr. Und dann sind wir bereit und dann warten wir mal ab, wie Rubys Abend noch weiterhin so verläuft. Mal gucken, was da noch passieren wird. Ich glaube, sie kommt ja jetzt aber gleich schon nach Hause. Nee, doch nicht. Oh mein Gott, Riley ist jetzt eine Erwachsene. Das ist so krass. Guck mal, jetzt ist nämlich hier bei Abby schon... Ach nein! Alyssa hatte den Lieblingswunsch auch nicht. Ryan hatte... Nee, hatte niemand. Okay. Okay, auf jeden Fall hat sich hier niemand gefreut, dass sie zu erwachsen geworden ist. Wie mies. Oh nein, wir müssen uns mal wieder hier um unsere... Was hast du nochmal? Ein Chinchilla! Wie heißt es Chinchilla nochmal? Muffin. Ja, Muffin. Ach, Abby macht's aber. Okay, dann ist ja gut. Nate hat Ruby den ganzen Abend mit Bowle versorgt und dafür gesorgt, dass sie sich amüsiert. Die Aufmerksamkeit von Nate hat einen guten Eindruck bei Ruby hinterlassen. Wow, jetzt kannst du ihm noch einen Heiratsantrag machen und dann ist alles super. Oh, hey, vertragt euch. Umarmt euch mal. Hey, Bro. Entschuldige dich. Glückwunsch, lieber Halt, für die Fähigkeit kochen sie eben Level 2 erreicht. Wow, cool. Oh, ich möchte auch unbedingt, dass er Kinder bekommt. Ich weiß ja noch nicht genau, wie ich es machen werde, ob er dann mit Mia zusammenkommt oder mit, ach, er guckt Fernsehen hier. Oder mit Loveland weiterhin bleibt und, ich habe so ein bisschen was im Hinterkopf, das werde ich dann aber thematisieren, wenn es so weit ist. Wow, Ruby hat mit ein paar ganz tollen Tanzschritten, Tanzschritten ganz schön Eindruck auf Nate gemacht. Wow, yeah. Okay. Ich glaube, ich überspringe jetzt mal, bis Ruby vom Abschlussball wiederkommt, weil sonst wird das hier viel zu lang, weil ich ja den morgigen Tag noch bei den anderen spielen möchte. Und ja, dann bis gleich. So, Leute. Ruby ist vom Abschlussball wieder da. Ich habe sie altern lassen und ja, sie kam mit einer wunderschönen Frisur raus. Okay, ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Auf jeden Fall hat sie das Merkmal, welches hat sie jetzt nochmal bekommen? Ich zeige euch das gleich. Ich werde sie jetzt erstmal umstylen und dann komme ich gleich zu euch zurück. Okay, ich bin fertig und hier seht ihr gerade schon ihre Outdoor-Kleidung. Aber fangen wir erstmal bei den Haaren an. Ich habe jetzt bei jeder Kleidungsart die gleiche Frisur gelassen, weil ich sie einfach so unfassbar schön finde. Ich finde, es steht ihr so fantastisch. Ich habe die Farbe jetzt ein bisschen pastelliger gemacht, weil ich das jetzt einfach ein bisschen angemessener finde für ihr Alter. Und ja, ich finde, es sieht aber einfach wunderschön aus. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Das ist jetzt ihre Outdoor-Kleidung. Einfach mal ein bisschen dunkler gehalten. Ich fand die Hose so cool, deswegen habe ich alles andere dann so ein bisschen angepasst an die Hose. Ich habe ihre Kleidung so ein bisschen variieren lassen zwischen verspielt, I don't give a fuck und sportlich. Irgendwo was dazwischen, ein bisschen davon gemischt. Und hier seht ihr jetzt gleich ihre Alltagskleidung. Ja, das ist ihre Alltagskleidung. Das ist so ein bisschen... ja, ich weiß nicht, also mit den Socken und den Schuhen und der Mom-Jeans, ich finde das einfach irgendwie super cool und ich finde, hier steht es irgendwie. Dann die Abendkleidung, dieses Kleid ist wunderschön, ich finde das so cool mit dem Verlauf. Moment, eine Sekunde, ein wunderschönes Abendkleid und ich finde, es passt so toll zu ihren Haaren. Na, seid ihr alle schon gespannt, wie es aussehen wird? 3, 2, 1, show it. Boah, es hat geklappt. Da ist das Kleid. Ich finde es richtig, richtig schön mit dem leichten Rosa oben. Und hier unten wird es, glaube ich, auch ein bisschen bläulicher. Und ja, gefällt mir einfach super gut. Schlafanzug ist einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen Unterwäsche. Fand ich aber auch ganz niedlich. Deswegen habe ich ihr das gegeben. Oberteil ist Custom Content, wenn es da mal lädt. Ja. Hose ist, glaube ich, von Traumsuit Accessoires. Ich glaube, so heißt es. Weiß ich aber auch nicht genau. Dann ihre Sportkleidung ist auch komplett Custom Content. Fand ich irgendwie niedlich mit diesem kleinen Röckchen und dem Oberteil. Weil ich möchte, dass sie auch so ein bisschen mehr Sport macht, damit, weil sie möchte ja Sängerin werden und dann passt das alles einfach besser zusammen. Das ist ihr Bikini, finde ich richtig schön. Oberteil ist Custom Content, die Hose ist Space Game. Und die Outdoor-Kleidung haben wir ja schon gesehen. Und jetzt würde ich sagen, sind wir fertig mit Familie Harris Generation 2. Und ich lasse die jetzt alle schlafen gehen und im Morgengrauen werde ich dann zurück sein, aber im Hause Haley und Alan Harris. Und ja,
Wir sehen uns dann gleich. So, es ist der erste Morgen und diese Familie ist einfach so lustig, ne? Ich komme einfach nicht klar. Also erstmal fing es damit an, dass ich hier hinkam und Hayley war betrunken. Also sie hatte hier das Zeichen, dass sie betrunken war. War schon der Wahnsinn. Dann lief im ganzen Haus chinesische Musik. Also hier unten ist ja eine Stereoanlage, die war an mit chinesischer Musik und oben war auch chinesische Musik an. Fand ich schon mega lustig. Ja, und dann sehe ich das hier, wie Baloo es einfach genießt. Er genießt seine alten Tage, indem er in seinen Napf pisst. Ich finde das einfach so unfassbar lustig. Naja, und Jason versucht hier gerade zu kochen und hat das Essen angebrannt. Auf jeden Fall richtig gut, Jason, richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob du das jetzt noch essen willst. Vielleicht nimmst du dir lieber etwas Schnelles aus dem Kühlschrank. Ne, Brot oder so. Ich muss schon wieder niesen, das gibt's nicht. Oh, da steht ja noch mehr Essen, wow. Oh Gott, Mann, mir hängt der Nies an der Nase. Er fängt schon wieder hier an zu trainieren. Übrigens, er arbeitet immer noch. Alan arbeitet verdammt nochmal immer noch. Er ist schon so alt, er ist genau 159 Tage alt. Hayley ist noch ein bisschen älter, sie ist... Ah, nee, Alan ist älter. Er ist 159, Hayley ist 143. Es ist einfach der Wahnsinn. Baloo ist 96 Tage alt. Es ist so krass und die sind alle immer noch am Leben. Ich weiß nicht, ob die auch nicht altern, ob da auch ein Bug ist oder so. Auf jeden Fall finde ich es mega, mega krass. Und ich feiere die einfach so sehr. Und Alan geht jetzt hier arbeiten, so wie es aussieht. Er genießt seine Arbeit noch in vollen Zügen. Macht nicht mehr so richtig Fortschritt, aber das macht ja nichts. Ich weiß gar nicht, ob man... Kann er in Rente gehen? Oh ja, er kann tatsächlich in Rente gehen. Ich würde mal behaupten, er geht heute noch arbeiten und dann geht er in Rente. Sie haben auf jeden Fall unfassbar viel Geld. Ich weiß auch nicht. Und Alan fährt hier immer noch mit seinem Polizeiwagen rum. Es ist wirklich krass. Es ist einfach krass in dieser Family hier. Ich habe erst überlegt, ob ich Rose' Frisur ändern soll, aber dann dachte ich mir so, nö, das passt zu ihr. Das ist sie. Sie hat sich die Frisur ausgesucht. Okay, ich sehe gerade, die sind auch alle verbuggt. Also die altern auch alle nicht. Okay. Jack ist charmant. Sehr schön. Die stecken anscheinend dann auch alle fest. Sehr, sehr schade. Weil ich ja eigentlich wollte, dass... Oh, nein, nein, nein. Dass hier auch, ne, es weitergeht, dass die dann auch alle irgendwann sterben und, also es hört sich jetzt makaber an. Aber ich glaube, wir müssen die jetzt auch mal alle hier zumindest zu den Erwachsenen altern lassen, weil sonst kommt das einfach nicht hin, wenn die nächste Generation dann auch schon erwachsen ist. Und Hayley und Alan werden dann leider auch nicht mehr so lange zu leben haben. Irgendwann werden wir uns leider von denen verabschieden lassen. Oh mein Gott, Hayley arbeitet auch immer noch in der Tagespflegekarriere. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Zwar nur in Level 2, aber trotzdem, sie gibt sich Mühe. Wer kommt denn mit Kindern? Wer kommt denn? Samantha Bütten und Lea Bütten, okay. Oh, da ist noch ein Kind. Noah Bütten, okay, anscheinend sind das Drillinge. Sehr cute, von der Familie Ditte Bütten. Oder auch Anhang. Keine Ahnung, was das hier alles für Menschen sind. Auf jeden Fall finde ich es richtig, richtig süß. Und ich finde das so süß, dass Baloo auch einfach immer noch am Leben ist. Und jetzt leckt mein Spiel ohne Ende. Hallo? Bitte nicht. Ah, ich habe aber eben gespeichert, also alles gut. Alles gut. Wenn das jetzt abstürzen sollte, dann ist das so. Ich hoffe nicht, aber... Hallo, kann jetzt mal irgendwas noch passieren hier? Ich trinke in der Zeit mal einen Schluck. Okay, mein Spiel reagiert einfach überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wieso. Ich kann aber noch aufnehmen. Deshalb beende ich den Part dann einfach an dieser Stelle. Es tut mir leid, dass wir jetzt nicht mehr so viel bei denen hier spielen konnten. Aber es bringt einfach nichts. Ihr seht ja, es passiert nichts. Ich habe auf Play gedrückt und es passiert einfach nichts. Ja, ich hoffe sehr, dass euch dieser Part gefallen hat und ich freue mich unglaublich doll auf Staffel 3. Ich hoffe, dass euch diese Staffel genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ihr habt mir immer alle geschrieben, ja, wenn kein neuer Part von Staffel 2 kam, dann habt ihr euch nochmal Staffel 1 angeguckt und das ist so wahnsinnig cool und ich danke euch von ganzem Herzen dafür und vielen Dank für eure generelle, komplette Unterstützung. Ihr seid einfach wahnsinnig cool. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man so eine coole Community hat. Vielen Dank für alles und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!